Welcome back to another German Food Review, and it's Danone time. Danone Twix Mix with caramel sauce. Okay, here's, I guess, caramel sauce or just the Twix balls and cubes, whatnot. Best before date. I bought this in Lidl for 59 cents. Yeah, it's Danone, so it's a brand. Okay. 212 calories, one cup. Sugar, of course, and a little fat. And it's yogurt with sugar. And 11% caramel sauce. Biscuit and caramel pieces. Yeah, Twix is nice. And ingredients. Okay, traces of nuts, sesame seed, and peanuts. Okay, let's open it. Very smooth. Here we go. Yeah, it's just yogurt. It's not super sour, a little sour and sweet. But where's the caramel sauce on the bottom? Let's check it in a second. With the tube. Okay, yeah, they look different. Interesting. Okay, here we go. Hey. And the last one. Come on, okay, here it is. There's the caramel sauce. No. Let me check that. Caramel sauce, okay. Seems on the bottom. Interesting. Yeah, now it looks like that. Okay. Thumbnail, and then it's eating time. Well, that's not very good here. Okay, yep, here we go. Here we go. Well, the yogurt is standard yogurt. Not special, not bad, it's okay. It's a little sour, not super sweet, but yeah, the Twix pieces, awesome. It's really nice, soft, and just a little crunchy. Very good, here we go. Awesome mouth feeling. Yeah. But the yogurt is just standard sour. 20% sugar and still sour, okay. But it's not extreme, I mean, but there are 20% sugar in it. Here we go. Yeah, the key here is are the pieces. Awesome. The caramel sauce, no idea. No idea. Just looks a little different, that's it. But the pieces are awesome, so yeah, a thumbs up. Average yogurt, awesome Twix pieces. 120 gram, Danone AG, Zürich. Okay, thanks for watching. I continue in German. So, es gibt einen Joghurt von Danone. Danone. Twix-Mix. Und hier sieht es aus, als ob es unterschiedlich aussehen soll. Die sehen auch ein bisschen unterschiedlich aus, aber ich glaube, ganz runde gibt es nicht. Hier ist das Verfallsdatum oder Mindesthaltbarkeitsdatum. Und so sieht es aus. Twix-Mix. Habe ich im Lidl gekauft für 59 Cent. Haben die da ab und zu mal und heute habe ich gleich mal mitgenommen. Und das ist Joghurt gezuckert. Zum Glück ist der gezuckert.
mit 11% Karamellsoße. 11% Karamellsoße, weiß ich nicht genau. Okay. Und 11% schokolierten Keks und Karamellstückchen, 13 Gramm. Super. Achso, insgesamt mit der. Okay, egal. Und 7% Fett im Milchanteil. Okay. Hier könnt ihr euch die Haferfasern. Oh, Johannesbrot kennen wir, das ist gutes Zeug. Schellack, aha. Ja, und es kann natürlich Spuren von Nüssen, Sesam und Erdnuss enthalten. Okay, das ist gefertigt von der Nonona AG, Zürich, wahrscheinlich. Nee. Okay, hergestellt in Deutschland, aber wo, sagen sie nicht. Aber es gibt verschiedene Danone-Sitzer. Okay, ja, dann kippt ihr die kleinen Bällchen hier rein. Dumm, wurde ich aber, ja. Die sind eure, die werden auch super zum so knabbern. Kommen wir gleich zu. Dann rührt ihr das um und dann kommt da Karamellsoße wahrscheinlich zum Vorschein. Ich glaube, das war auf dem Boden. Aber da schmeckt man gar nicht raus. Ich koste nochmal mit ein bisschen Karamellsoße. Here we go. Es schmeckt nicht nach Karamell. Ja, ich mag Karamell. Ich weiß, wie Karamell schmeckt. Das schmeckt nicht nach Karamell. Denn der Joghurt ist ein bisschen säuerlich. Und wenn da sind 20% Zucker drin, okay, da werden die komischen Dinger, die Kekse noch dazu gezählt, aber trotzdem. Ja, aber ist nicht schlecht oder so. Sagen wir mal, ist frisch. Ja. Zum Glück, dass da Zucker drin ist. Jetzt werden wir mal essen. Here we go. Das macht richtig Spaß, auf diese kleinen Bällchen zu beißen. Die sind die, die zerbrechen nicht gleich. Die haben so einen Widerstand. Fühlt sich richtig super an. Here we go. Und dann gibt es noch ein bisschen Keks dazu. Ja, ist auch okay. Ein bisschen was Knuspriges. Und säuerlicher Joghurt. Kein Karamell. Aber schmeckt trotzdem. Ja, kann ich empfehlen. Würde ich nochmal kaufen, wenn ich müsste. Here we go. Nicht wegen dem Joghurt, wegen den Bällchen. Ja. Gibt es auch Twix Bällchen einzeln zu kaufen? Dann könntet ihr euch das selber mischen. Aber ihr müsst so eine kleine Bällchen hier haben. Ja. Aber das ist ein leichtes Rating. Bekommt einen Daumen nach oben. Der Joghurt, den kann man essen. Ja, ist halt ein bisschen säuerlich, frisch. Nicht übersüßt. Und dann gibt es dazu noch die super Twix-Bällchen. Oder Würfel. Oder was das auch immer ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.